Ergonomie macht natürlich nicht nur am Mountainbike Sinn, sondern auch am Trekking- oder Stadtrad. Beziehungsweise ein Griff fehlt noch. Lass mal überraschen, was noch kommt von Esculap. Hi, hier ist der Markus vom Fragischer Fitbikes und neben mir steht immer noch die Sarah von Esculap, richtig? Alles cool, ja. Jawohl. Und wir haben noch was vorzustellen zum Thema neue Griffe. Eine hat gefehlt, wenn ihr richtig mitgezählt habt. Leg los. Ja, richtig. Wir haben noch den 702-Griff. Unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Griffen, ist natürlich deutlich größer. Warum ist er größer? Er ist natürlich für den City- und Tracking-Bereich. Das heißt, die Sitzposition wird aufrechter auf dem Rad. Ich brauche mehr Auflagefläche für meine Hand. Wir haben auch hier wieder ein hochgezogenes Griffende für die Aufnahme von der Handkante. Das heißt, die Handkante liegt schön auf und die Nerven liegen wieder frei. Ich habe keine eingeschlafenen Finger und keine Taubenfinger oder was auch immer. Noch dazu ist der Griff nicht rund am Ende, sondern leicht eckig. Das heißt, auch hier werden wieder die Finger schön aufgenommen. Und genau, man hat den Griff sicher in der Hand und kann das Radfahren genießen. Gibt es wieder in drei Größen? Ja, richtig, in drei Größen und für jedes Rad kompatibel, außer mit Drehgriffschaltung. Okay. Und lieferbar ab wann? Ab sofort. Ab sofort. Okay. Wir haben noch was anderes. Ja. Einen Sattel mit weißem Schaum. Ja, richtig. Also gerade im City- und Tracking-Bereich versuchen wir uns ja auch weiterzuentwickeln. Und ja, man kennt das BASF Infinity-Material, so wie man es nennt, ja, schon vom Adidas Turnschuh. Jeder läuft damit rum. Was bringt es uns beim Sattel? Ganz klar, das Active-System an sich bringt ja etwas Entlastung bei der Kippbewegung vom Sattel. Nun bringt es einfach auch Entlastung von unten. Das heißt, es federt noch ein bisschen mehr ab und die Wirbelsäule hat einfach noch mehr Komfort und Entlastung. Also wir sitzen noch entspannt auf dem Fahrrad drauf, aber das Gelenk ist dasselbe wie vorher, oder? Genau, das Gelenk ist das komplett selbe, also das Infinity-Material ersetzt einfach den aktuellen Dämpfer. Kostenpunkt? Der fängt bei 90 Euro an und es kommt natürlich dann immer darauf an, bei welchem Händler man ist, aber genau, ab 90 Euro fangen unsere Ergolux-Serie an und bleiben auch in dem Bereich bis 140 Euro. Lieferbar ab? Die Infinity-Sattel, die rüsten wir jetzt aktuell selber um und werden dann so Ende September lieferbar sein beim Händler. Cool, wir finden es cool, also vor allem auch der andere Griff hat ein bisschen noch mehr Entlastungszonen. Ja, das ist aber super angenehm zu fahren, haben wir schon ausprobiert. Gibt auch schon ein Video dazu. Zwar ausprobieren nicht, aber wir haben schon eine Hand gehabt. Ja. Basti hat genickt und Kopf geschüttelt hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, könnt ihr gerne unten in die Beschreibung reinschauen. Da ist ein Link dazu auf die Homepage von Esculap. Ansonsten, wenn euch die Videos allgemein gefallen, dürft ihr gerne, keine weiteren zu verpassen, auf Abonnieren klicken. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.